War Reptile eine Triton-Verzauberung? Ja. Ich glaube eigentlich, das ist dein erstes Haus mit Spruce wird, oder? Nö. Weil du meintest ja mal irgendwann, dass das nicht so dein Lieblingshaus ist. Ist es auch nicht, aber notgedrungen kann man es nehmen. Aber das ist ja nicht mein Haus, das ist ja das der Villager. Das reicht hinten und vorne nicht. Autsch. Das Gold kann ich dann weghauen. Ihr seid so ruhig. Ja, ich muss mich gerade konzentrieren, dass ich mich nicht verbaue. Und ich bin einfach nur ruhig, weil ich gar nichts zu sagen habe. Zuckerrohrfarmen bauen ist doch easy. Ich versuche es in einem großen Maße zu bauen. Ja, und? Das ist so einfach. Es ist wirklich immer dasselbe, nur halt verlängert dann. Nicht so im großen Maße, ich versuche sie voreinander zu bauen. Mit einem gemeinsamen Auffangbecken. Ja, also einfach, ich hätte einfach die Schienenteile einzeln verbunden und zur Kiste geläutet. Ohne Schienen. Selbst nur mit einer Wasserleitung ist das total einfach und innerhalb von 20, 30 Minuten fertig. Ich baue halt nicht so häufig. Aber selbst wenn, auch wenn Wasser teilweise Vorteile hat, hat das einen besonderen Grund ohne Schienen oder einfach nur so? Ich mag es nicht mit Schienen zu arbeiten bei sowas. 69, 61, 62, 63, 64, so, 3 Stacks blaues Holz. Ich bin happy. Danke. Hier hätte ich die Koordinaten was geschrieben. Was? Minus 1143? Ich bin nur 600 Blöcke gelaufen? Ach ne, da, 1200. Oh, du Scheiße. Oh ne. Was denn? Ich muss über 2000 Blöcke zurück. Wo warst du bitte ganz? Im Nether, ich habe blaues Holz gesucht. Im Nether sich 2000 Blöcke weit weg zu. Ja gut. Geht eigentlich voll. Shit. Ne, kommt keine Lava, gut. Dort jetzt wieder. So. Einmal durch den ekelhaft roten Wald. Okay, weil du kannst ja ausrechnen, wie viel brauchst du? Was? Zuckerrohr.
Du weißt ja ungefähr, wie lang eine Bahn ist und wie viele du davon brauchst. Ich hab nicht nachgezählt, wie lang eine Bahn ist. Also, ja, was schätzt du? 2 Stacks? 3 Stacks? Was kann ich dir sofort sagen? 11 ist eine lang. 11 ist eine lang, wie viele willst du? Sagen wir es so, ja. Ja, ist keine Zahl. Aber ein gutes Meme. Du siehst diesen, also die Größe von dem Raum hier? Also kurz gesagt, voll gemacht. Und weißt du, wie tief ist, weißt du, wie hoch wir hier sind? Ach, bis nach unten. Ja. Ach du Scheiße. Weißt du jetzt, wie soll ich sagen? Ja? Oh, ey, es reicht doch, diese eine Etage bringt schon irre viel Zuckerrohr. Ist das hier auch wieder eine Dingswand? Ja, das ist auch wieder eine Depotwand so gesehen. Den Rest hier runter. Justin joined the game. Hui, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Diesmal war der Klingelton nicht bei mir. Ich hab gar nichts. Ich hab nichts gehört. Ich brauche 2 Blöcke und hier die Holzreihe hin erstmal. Ich habe nichts gehört. Ich bin schon so paranoid, dass ich sowas höre. Ich muss da rüber, du scheiß Skelett, verpiss dich. Ich muss so einen Halbsatz fahren. Ich bin echt gespannt, wenn der zwar fertig ist, ob Ike Stammers aushält oder ob wir auf einen anderen umziehen müssen. Da muss der Justin mir dann helfen, weil ich noch nie einen Bucket-Server auf einen anderen Server transferiert habe. Ich weiß zwar, dass auf einem großen Server alles drauf ist für einen Plugin-Server, weil der erste Server, der da drauf lief, auch ein Bucket-Server war, aber ja, dieses Transferieren, und da muss ich ja noch die Start-SH anfertigen, und das ist bei mir gerade der Knackpunkt. Für Modded kein Problem. Für Bucket bin ich wieder überfragt. Ich sag mir so, die Stadt ist auf Höhe 64 und der Service will ganz bis unten fahren bauen. Werden wir ja sehen, ob das aushält. Ja, wenn mir jetzt sagt, ich soll nicht bis nach ganz unten bauen, werde ich nicht bis nach ganz unten durchbauen. Naja, ich brauche die ich brauche eigentlich im Grunde nur die genauen Maße. Die Maße wären 3 durch 64. Okay, sagen wir, wenn es hochkommt, weil da noch Wasser fließt, 5 durch 64, also... 5 durch 64? Dago, ich brauche die Länge, die Breite und die Höhe habe ich ja schon. Ach, das werden 11, sagen wir jetzt 13 mal... 4 auf jeden Fall. Ich glaube, so viel brauchst du nie in deinem Leben wieder. 11 mal Höhe ist 64 durch 5 sind. Sagen wir 11? Um ein bisschen kommt das denn? Also 11 mal 15. 11 mal 15 mal 64, also. Ja, du musst aber 4, also 64 ist noch falsch, weil du musst ja noch Wasser und so berechnen, deswegen. Ja, dann 11 Etagen bauen. Das ist erstmal jetzt egal. Der Hohlraum, den du dort da aushebst, ist 11 mal 15 mal 64. Ganz einfach, ich würde sagen, bau einfach, und wenn es anfängt zu laggen, dann müssen wir halt die Hälfte wieder abreißen. Ist doch besser, als wenn ich mich jetzt hier erstmal damit beschäftige, irgendwie was zu machen. Ja. Vor allem mitten in der Folge gerade. CO2, das oben produziert circa
32 Sugarcane pro halbe Stunde und ist 18 lang. Was bedeutet, deine Etage wären wir schon bei fast 2,5 Stacks. Und das nochmal bis unten, du hast einen Vogel. Was war das, hä? Was wird das? Ach so, was wird das? Ja, allein, was war das? Ja, ich muss mich hier nebenbei auf die scheiß Skelette konzentrieren. Ich bin in diesem Drecksbiom, wo die Skelette spawnen. Wo es auch Knochenblöcke ohne Ende gibt. Arschloch! T2 oder Justin könnte ich noch. Kann ich gleich machen. Ich muss aber noch kurz. Boah, das hat Knockback auf seinem Bogen. Das hat mich gerade fast in die Lava gebounced. Oh. Bastardvieh, ey, ne. Du stirbst jetzt. Komm ran! Du Arschloch! Komm! Jetzt dich feige hinter der Kante verstecken. Na komm, komm. Ich brauch mehr Pistons. Gefühlt hast du hier noch echt gar nichts mehr. An was? Kein Kabel mehr, kein Redstone mehr. Kabel hab ich so also keins mehr. Und Redstone, ich hab mir 32 Redstone Blöcke genommen und das ist ein. Ich hab noch über einen Stack Blöcke. Jetzt darüber. Ach du. Ach fuck. Wie habe ich das hier hinten gemacht? Hier war ich auf jeden Fall vorhin nicht. Ich habe es geschafft, dass ich nicht durchziehen kann, weil ich zu groß baue. In die Richtung. Und ich muss auf Höhe 68. Ah nee, doch, ich kann es durchbauen. Ich muss nur ein bisschen tricksen. Ah, hier ist die Netherfestung. Ah, Litklörchen. Seite gekommen. CO2, können wir uns darauf einigen, dass du erstmal mit 5 Etagen aufhörst? Nein. Hier ist ein Wasserblock, das bedeutet, da kann auch noch zwei. Der kann da eingepflanzt werden. Jetzt kann ich das machen, was ich hier vorhab. Gut, die werden alle abgebaut. Perfekt. Welche Höhe bin ich? Okay. CO2, glaubst du überhaupt, dass du fertig wirst bis zum Ende des Projektes? Ja. Ne, da ansetzen. Eigentlich haben wir jetzt schon die 70 geknackt, oder? Ja. Aber wer sagt, dass es bei, weiß nicht, wie viel Folgen oder so endet? Nee, niemand sagt das. Nur 100 war ja das Minimum. Dann komm, für dich schmeiß ich die 5 Gold weg.
In den Hunde. Ach, du hast ihn rein. Ey, ist ein Dingsbums gefunden. Oh, ich grab mich jetzt zum Netherportal. So tief unten oder gibt's die überall? Nö, ich grab mich so tief unten jetzt zum Netherportal. Dann solltest du, je nachdem von wo du kommst, halt eine riesige ausgehobene Fläche sehen, Alter. Kreuz und quer ausgehoben. Boah. Das Lustige ist, ich habe ja durch die eine neue Festung da, die es gibt, schon zwei Netherite-Bahnen. Alter, willst du mich, verarschen? So ist die ganze Zeit hier nur Lava. CO2 nach Expert kam schon das mit dem Nametag, oder? Oder kann da noch eine Stufe? Ich weiß es nicht, gerade nicht. Welche Farbe hat sein Kristall vorne? Farbe sein Kristall vorne? Ja, die haben ja vorne so ein Kristall. Grün. Dann ist das die vorletzte Stufe, also ja. Wann waren die echt da? Die anderen da? Ach stimmt, Diamant. Ist mir echt nie aufgefallen. Ja gut, also... Ohne wirklich den anzutraden, welche Stufe der hat. Der tradet jetzt schlussendlich also Channeling und Luck of the Sea 2, also nichts, das wir brauchen. Die dürfen scheinbar, aber wer kommt. Ja. Ich brauche wieder einen Lektor. Ich brauche 11 Pistons. Mich verarschen. Scheiß Dreckslauer. Ist sowieso fies gemacht, dass die Nether schneller schwimmt. Schneller fließt. Ach nö, ist eigentlich irgendwo schon richtig so. Es ist richtig so, aber es ist trotzdem, finde ich, teilweise echt nervig. Und witzig, wenn es eine Person gibt, die nicht daran denkt. Ey, überall, wo ich mich reingrabe, ist Lava. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal! Ich bin einfach unter einem verkackten Lavasee. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Und das nächste Gedöns hier. Danke. Oh Mann, ey, muss ich mich ja doch in die Richtung graben. Nee, auch nicht. Die nächste war. Ich fühle mich gerade verarscht vom Nether. Findest du nicht zurück oder warum? Doch, aber überall, wo ich mich hingrabe, ist ein Slava. Ja, gut. Da brauchen wir dann Wassereimer hin. Ey, das kann doch nicht wahr sein hier. Jetzt habe ich echt schon eine Schnauze voll. Da kommt die Lava von oben. Oh, oh, da
Das ist nicht gut. Habe ich genug Holz für Hopper? Ja, habe ich. Tja, zwar mein Gefühl sagt mir, du echt, du baust die Scheiße jetzt und der nächste, den wir machen, hat Mending. Ja, ist doch egal, dann haben wir wenigstens unendlich Papier. Ja. Nicht so schlimm. Haben wir unendlich Papier und Emeralds. Ja gut. Ich glaube, meine Picke macht nicht mehr so lange mit. Eine normale oder schon upgradete? Meine Dia-Picke, die war aber schon halb angebrochen. Und komplett, also was hier ist, komplett verzaubert halt. Unbreaking 3, Efficiency 5, Fortune 3. Also wer lol, ich renne die ganze Zeit in die falsche Richtung. Oh. Alles Darko Schuld. Wichtige Frage, rennst du in die falsche Richtung oder gräbst du dich in die falsche Richtung? Ich habe mich gerade in die falsche Richtung gegraben und jetzt renne ich den Weg zurück. Für wie viel? Ich glaube, das waren jetzt 200 Blöcke. Ich ratter ja hier unten nur durch. Mit hoffentlich hält die, ja, hoffentlich hält deine Picke. Oder hast du noch eine andere? Nö. Nähte ohne Picke ist doch schon recht scheiße teilweise. Sonst muss mir einer entgegenkommen. Kann ich gleich machen. Ich grab mich jetzt hier so langsam mal wieder hoch. Sicher ist sicher. Ich bin gleich oben, ich höre Feuer brennen. Na gut, wenn man einmal oben ist, dann geht's eigentlich. Ja, ich bin in der komischen Schlucht, die bei uns ist in der Nähe. Das heißt, ich bin gleich zu Hause, wenn ich jetzt nicht auf der falschen Seite hoch bin. Ich muss genau da lang. Hier lang, darüber. Dann müsste es hier irgendwo durchgehen. Bin ich auf der richtigen Höhe? 56, 68. Ja gut. Das stimmt, ein Justin ist ja nicht mehr unten. Was? Wenn die testen, ob es funktionieren wird. Ja, sieht gut aus. Gehabt? Der nächste Librarian hat Knockback 2 CO2. Wollen wir das behalten? Ja, nein? Knockback 2. Ja, einfach erstmal die ganze Zeit durchrattern. Ja,
irgendwo muss doch jetzt das Portal sein. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit immer durchgerattert und das ist das Erstbeste jetzt wieder. Ach, ich meine, mit Durchrattern einfach den Erstbesten, der irgendein Enchantment hat, einfach durchbauen. Also durch. Ja, ich kann ihn nur nicht festmachen. Ich habe keinen. Ah, doch, ich habe hier vielleicht noch genug Papier. 24 kriege ich zusammen. Ja, passt. Okay, ich habe ihn erstmal gesaved. Mir fehlt aber wieder Sugarcane. 824? Das ist eigentlich unter mir gerade das Portal. Hä? Ey, das sind die falschen Koordinaten, sind fressischen Besen. Unter dir würde ich nicht empfehlen, weil über uns war echt eine hohe Decke. Ich bin gerade auf den roten Bäumen lang gerannt. Und wenn ich nach den Koordinaten gehe, noch 30 Blöcke in die Richtung. Ich fahre mal zurück, ich habe ja das Portal aufgeschrieben. Ich habe es gefunden, ich habe auch die Koordinaten aufgeschrieben. Ich war halt wirklich über dem Portal, und aber noch nicht ganz da. So. Oh, Folge ist auch schon wieder zu lang. Einmal kurz Glas brennen. Die Pika hat's noch überlebt, das ist nice. Das ist dann wirklich nice. Und 33 Level läuft bei mir. Zwei Dia-Pferderüstung, eine Gold, eine Eisen und drei Sattel noch mitgebracht. Ja, lohnt sich. Bis drei Dia-Rüstung hier. Diamanten, Goldnuggets, Quarz. Kommt da rein. Gut. Das kommt da rein. Obsidian. Theo 2, ich lasse dir das Zuckerrohr. Ich werde es jetzt erstmal so lassen, wie es jetzt ist. Und gucken, wie Performance weiterläuft. Das. Beziehungsweise ich habe auch gerade nicht die Lust weiterzubauen. Also wir haben jetzt erstmal eine größere. Und das kommt runter in den Keller. Okay.